Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen. Ich spiele Robin Hood Sherwood Builders, von dem ich so am Anfang nicht so ganz überzeugt war, so von dem, was ich gesehen habe. Jetzt sind ein paar Wochen oder sogar Monate ins Land gezogen und möglicherweise kamen jetzt ein paar Updates, dass ich sage, ja okay, jetzt macht es vielleicht einen besseren Eindruck. Das Ganze basiert nur auf kurzen Clips, die ich gesehen habe, aber manchmal reicht das ja schon. Doch viele, die hier schon ein paar Videos von mir gesehen haben, wissen, ich spiele ganz gern selbst und entscheide dann, was ich davon halte. Und ich würde sagen, wir springen direkt einmal rein. Ein neues Spiel, denn ein anderes haben wir nicht. Und jetzt gucken wir mal, was das Ganze kann. Ist eine ganz nette Mischung aus RPG, Bauen und Schießen. Wir werden sehen. Jetzt gucken wir erstmal, was die Sprachausgabe sagt. Robin of Locksley survived the burning sands of faraway lands as he served his role in the unforgiving crusades. He emerged unscathed from deadly skirmishes just to become an exile and face mightier enemies in his own home country. After his previous hideout in Silwich, which was razed to the ground, the forests of Sherwood granted refuge to him and his retinue, while its new rulers threatened all. King Richard the Lionheart's untimely demise plunged England into chaos and left roving bands and their petty warlords free to fight amongst themselves for territory and influence. The Sheriff of Nottingham, a murderer and usurper, exploiting the pervasive lawlessness, pillages one area after another, increasing his power and leaving the poor residents of Sherwood at the mercy of wild fate. Habt ihr alles verstanden? Morgen wird ein Test darüber geschrieben. Ein sicherer Zufluchtsort. So, da sind wir. Mit cooler Frisur. Wir können uns bewegen. Wir haben eine Jägersicht. Ja, die kennen wir aus vielen anderen. Zeitlupe. Max Payne lässt grüßen. Eine Fackel. Eine Laterne eher. E halten, alles bekommen. Wir können springen oder so ähnlich. Und jetzt gucken wir mal eben. Wo wollen wir denn hin? Okay, wir haben 100 Marker oben auf dem Kompass. Wir haben eine Map. Lager der Söhne Adams. Oh, das ist gar nicht mal so... Oh, das ist... hier ist ein bisschen was los. Okay, dann schauen wir mal. Verfügbare Quest. Verfügbarer Quest. Zu erlangender Ruf. Es gibt Feinde im Lager. Das ist Robins Dorf. Ein sicherer Zufluchtsort. Sprich mit Tuck. Dann gucken wir doch mal. Was? Wähle einen Kampfstil. Keine Bewegung während des Angriffs. Ein realistischer und anspruchsvollerer Kampfmodus ermöglicht präzisere Kombinationsangriffe und leichteres Anvisieren von Gegnern, erfordert aber mehr Überlegung beim Timing der Angriffe. Für Spieler, die einen taktischeren Ansatz für Angriffe und Positionierung im Kampf bevorzugen. Ein alternativer Stil, bei dem sie sich bewegen können, während sie einfache Schläge ausführen. Ja, also das ist so ein bisschen chaotischer, mehr Gaming-like und das hier keine Bewegung während des Angriffs. Wir nehmen erstmal das. Du kannst den Kampfstil immer im Menü ändern. Okay, wir nehmen das mal. Schwierigkeitsgrad auswählen. Der Schwierigkeitsgrad bezieht sich auf den Grad der Herausforderung, den im Gegner steht. Er beeinflusst vor allem die Stärke der Feinde und ihr Verhalten. Ich weiß nicht, wie schwer hier die KI ist oder wie stark. Das ist der wichtigste Satz hier. Du kannst alles später noch ändern. Sprintmodus, Laufmodus, halten, umschalten. Nee, halten. Ja, okay. Basiskombo. Ach, hier oder was? Haben wir denn Inventar? Oho, der Herr Baron, das sieht ja richtig gut aus. Komm, setz mal auf die 1. Und, nee, das geht nicht. Können wir das hier auch ändern? Handschuhe universell, niedrige Qualität. Ach, okay, also es gibt ein Rufsystem. In jeder Region gibt es einen Hauptquest, der verfügbar wird, sobald du 40% Ruf erworben hast. Durch den Abschluss des Hauptquests wird die Region befreit. Okay. Warte mal, das sind die ganzen Skills, die man freischalten kann? Alter Schwede.
Chef, wie viele wollen wir? Ja, mach mal. 1000? Ja, mach mal 3000. Pfad der Ausdauer des Pfeils, des Handwerks. Verfügbare Geschicklichkeitspunkte, da haben wir sogar schon welche. Maximale Energie, Hunger, Durst. Das heißt, das ist ja auch in gewisser Weise Survival. Reaktivierungszeit der Jägersicht. Kritische Chance, erhöht die Chance, zusätzlichen Schaden zu erleiden. Und das nennt sich Glückssträhne? Okay. Erhöht den Schaden normaler Schwerthiebe. Erhöht den Schaden normaler Schwerthiebe. Erhöht das maximale Gewicht der Ausrüstung. Erhöht die Anzahl der Slots. Verringert den Verbrauch von Werkzeugen. Ich habe noch nichts davon gemacht übrigens, aber ich level schon mal. Kann auch nicht falsch sein. So, jetzt haben wir ein Schwert. Guck mal hier. Blocken mit rechter Maustaste. Und schlagen. So, wo ist er denn? Hier vorne. Drücke Enter, um das Tutorial zu lesen. Müssen wir jetzt durch. Das Hauptziel des Spiels ist es, die vier Regionen in Mittelengland von der Herrschaft des Sheriffs von Nottingham zu befreien. Diese Regionen sind Barnsdale, Peak District, Midlands und Sherwood Forest. Durch die Eliminierung von Feinden und das Helfen der Wehrlosen durch Quests und Ereignisse steigt Robins Ansehen in der jeweiligen Region. Ziele überprüfen geht schon mal nicht. Wenn du in einer Region 40% Ruf erreichst, das kannst du die Hauptmission starten, die Region auslöst. Das haben wir schon gecheckt. Auf deiner Reise durch die Regionen wirst du auf zahlreiche Ereignisse und Aufgaben stoßen, die dich dem Hauptziel des Abenteuers näher bringen. Einige der Ereignisse, die du erleben wirst, sind M-Karte. Dorfbewohner vor der Hinrichtung zu retten, sie zu begleiten und vor Entführern zu retten. Angriffe auf Konvois, Lagerhäuser und Steuereintreiber. Verteidige die Menschen gegen korrupte Ritter, skrupellose Soldaten, Waldräuber und viele andere Bedrohungen. Ja, das klingt wie mein Alltag. Die Entwicklung deines Charakters hängt von der effektiven Nutzung der Fertigkeitspunkte und dem Ausbau deiner eigenen Siedlung ab. So kannst du die nötigen Gegenstände herstellen, besondere Fähigkeiten erlangen oder die notwendigen Rohstoffe produzieren. Okay, ist viel auf einmal, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wer bist du denn? Da ist er ja. Buongiorno. I always worry when you're away from home for long, Robin. Der Sheriff wird mir dem Tod. Was? Der Sheriff wird vor mir dem Tod ins Auge sehen. My good friar, the sheriff will face death well before I. Ah, muss ich nicht vorlesen. Hoity as always. I'm just glad to see you in good health, friend. Don't worry. We're not in danger this time. We're safe here. I can't help but worry. After that nightmare when the Crown's men discovered our old home. This time they won't run into us. We're well hidden. I saw to that. The previous settlement was so splendid, too. But I know you all too well, you crafty fox. Fighting back matters to you. What matters is everyone made it out alive. After I defeated Black Henry and freed Marion, the sheriff completely lost his composure. I must stop the enemy before he becomes too powerful. Enemies, plural. The king and the sheriff don't stop at their own henchmen. You constantly hear about even more scoundrels plaguing the surroundings of Nottingham. King's allies grow in numbers. Some are bought with land assignment, others threatened with death and confiscations. We must weaken the grip of the king and the sheriff if we are to feel safe here. Definitely, Robin. Why, just recently, little John got his shirt all cut up. We can't have you all take risks like that. He'll recover. You know him. We each have our crosses to bear. You say so yourself. Well said. You know, you may be right. This settlement seems secure. This time, no one will find us. Time to let an arrow loose right into the beast's heart. I believe you, dear Robin. But before you do that, you must regain your strength. Setting up a new village is exhausting work. Eat something. Have a drink. Rest in your home. We'll talk later. Robin, dear Robin.
Okay. Essen, trinken, wir sollen uns rächen im Grunde, auch wenn er nicht so wirklich dafür ist. Er will aber, dass wir eine neue, schöne Siedlung aufbauen. Soweit, so gut. Hebe Stein auf. Was ist das hier? Hebe Wein auf. So, da drücke ich eh, Leute. Wo wohne ich denn eigentlich? Mit. Truhe öffnen. Was haben wir denn hier? Grobschlächtiger Beutel. Reparaturwerkzeuge. Besondere Gegenstände. Iss etwas, trinke Wasser. Was haben wir denn hier? Wasserflasche. Haben wir rechte Maustaste? Nee. Boah, das ist ja eine Riesenflasche. Hier, und das ist das Essen hier? Warte mal, bleib doch mal. Geh in deinem Haus schlafen. Wo ist denn mein Haus? Ist das hier mein Haus? Was haben wir denn hier eigentlich? Was? Diese Ansammlung kleiner weißer Blumen, die auf den Wiesen von Barnsdale wachsen, ist Schafgarbe. Wenn sich jemand verletzt oder sich sticht und das Blut einfach nur so spritzt, mach einen Verband daraus und lege ihn auf die Wunde. Dann pass gut auf dich auf, wasch dich mit dem Wasser eines rauschenden Baches und du wirst wieder gesund. Deine kräuterkundige Melissa. Okay, haben wir ein paar Sachen, die ein bisschen helfen. Hier sind Schweine. Es beginnt zu regnen. Jetzt gucken wir mal eben. Scheinbar wohne ich hier. Was haben wir? Gerstenbrot. Reparaturwerkzeuge. Schafgarbenbalsam zum Beispiel. Sack voller Münzen. Dietrich. Eieiei, das ist aber Gegengift, auch nicht verkehrt. Und ein Bier. Mach mal auf. Was gibt's denn hier noch? Salz. Grundgewürz. Kochen können wir ebenfalls. Zwiebel, Gerstenmehl, Gerstenbrötchen, Apfel und Kaninchenbraten. Was haben wir denn hier dabei? Zum Beispiel das Bier können wir einmal rüberstellen. Met ebenfalls. Was haben wir hier für Boni? Gesundheit. Durst minus 15. Dauer 30 Sekunden. Alles klar. Reparaturwerkzeuge haben wir auch zwei dabei. Kapuze universell. Ja, normal, oder nicht? Wir sind Robin Hood. Die stehlende Kapuze. Das sieht ja schon viel besser aus jetzt. Ich muss die Musik ein bisschen leiser machen. Ich finde sie nicht so schlimm, dass ich sie ausmachen würde, aber so ein bisschen... Original gleiche Lautstärke. So. Was ist das denn hier? Was passiert denn hiermit? Was ist, wieso leuchtet das hier? Bett. Oh, freier Slot. Wähle eine Wegzeit. Ja, hier ist ein Aufgang. So weit, so gut. Ich muss zugeben, ich habe nie irgendein Robin Hood Buch gelesen, Robin Hood Film gesehen. Bis auf diese, ich weiß nicht, ob das Disney ist, Zeichentrick-Dings. Und das auch nur als Kind. Also ich kann mich nur erinnern, dass ich den mal gesehen habe, aber ich weiß nichts dazu. Ich habe das Kevin Costner-Ding nicht gesehen. Ich habe irgendwann mal dieses Helden in Strumpfhosen gesehen, was aber natürlich andere Gründe hat, warum man das schaut. Aber ansonsten bin ich mit Robin Hood tatsächlich nicht so vertraut. Nur das Übliche, was man halt so kennt. Und einen Clip von diesem Kevin Costner-Film habe ich am meisten gesehen und das war von der Harald-Schmidt-Show, der irgendwie nochmal übertont worden ist. Also, wer den kennt, weiß Bescheid. Have you already managed to get some rest? Good friend. It'll never cease to amaze me how quickly you recover. But so little sleep can't be good for you. It's good for you, as long as you have water instead of wine, good friar. So you say. But those who sleep long aren't quick to sin. I'll be keeping my wine. I knew how you'd react. Take it easy, Tuck. Your cask supply's safe. I should think so. It's a strategic reserve for a time of crisis. Certainly. Not another word. I take it you make yourself so exhausted.
You can't keep track of your things. Where's your bow? This time I didn't lose anything. They broke it during a hunt. We've had so much work with building a new village that I haven't had time to craft a new one yet. The forest hasn't been kind to us of late. The worst is behind us, however, and you can take to making your bow in peace. Grab a hatchet and fell a few trees. The wood should suffice for both the bow and the arrows. I have a hemp cord here that should do as a bowstring. Was ist denn mit ihm eigentlich? That's all the help I need. Thank you, Tuck. So, wir haben Beil und eine Bogensehne. A bow is crucial for survival. See to crafting it. But be right back. Our village needs your help. Okay. Also wir sollen uns jetzt ein bisschen Holz besorgen, damit wir einen Bogen craften können. Schauen wir mal ganz... Was ist das denn hier? Wieso? Hallo? Stallmeister zum Reisen klicken. Da bin ich. Und hier drüben haben wir Pinien. Zack. Dort leuchten sie in der Ferne. Wer seid ihr? Seid ihr Feinde oder was? Nee, ne, das ist hier noch mein Dorf. Gucken wir uns das mal eben an. Pinie. Er holt aber aus. Was denn jetzt? Ah, es dauert tatsächlich ein bisschen. Okay, sehr schön. Müssen wir mal eben gucken hier. Das gehört nicht dazu. Wo kann ich denn was herstellen? Zusammengeklebter Bogen. 10x Pinie. Wie viel haben wir? 10. Herstellen. Easy, okay. Kriegen wir hin. Da ist der Bogen. Rechte Maustaste, das springt automatisch in den nächsten Slot. Hölzerner Pfeil. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr Pinie. Linke Maustaste gedrückt halten. Und dann wird da ein Schuh draus, würde ich sagen. Sehr schön. Warte mal, E gedrückt halten, alles nehmen. Ah, Leute, habe ich mir doch gemerkt. So, 3, das fehlt noch ein bisschen was. Nee. Nee, nee, warte mal kurz bitte. Danke. Jetzt wird's. So, wir sehen unten links. Da haben wir Durst, Hunger, Ausdauer, die jetzt gerade leer ist und rot leuchtet. Und er ist auch sehr erschöpft. Regeneriert sich relativ schnell. Darunter, grün nehme ich an, ist die Gesundheit. Und darunter haben wir die Jägersicht. Ach nee, die ist ganz unten. Was unten das Auge ist, weiß ich nicht. Ah, die Zeitlupe vielleicht, ne? Nee, Zeitlupe ist da links, okay. So, Bogenbasteln 0 von 1, obwohl ich das schon erledigt habe. Das macht mir ja schon wieder Sorgen. 120 Pfeile. Mindestens. Wieso ist der Bogen jetzt nicht? Wieso? Das, oh, das ist ja ein Riesenbogen. Was ist das denn? Keine Pfeile im Köcher. Wo ist denn mein Köcher eigentlich? Ah, hier, ne? Ach nee, da oben. Was ist das denn hier? Ach, der Umhang. Schauen wir mal. Okay. Alles so ein bisschen überdimensional, habe ich den Eindruck, oder? Robin ist sehr klein. Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch einen Bogen machen soll, weil oben links sehen wir, das ist noch nicht erledigt. Das machen wir jetzt lieber mal. Nicht, dass es gleich heißt, oh, Robin. Robin, where is your bow? Dann sagen wir lieber, jetzt komm. Machen wir mal. Wir haben die Zeit, wir haben die Kraft. Zeitlupe geht's auch. Okay. Ja, ruh dich doch aus. Sehr gut.
So nämlich. Zack. Okay, soweit, so nett. Hier kommen viele Sachen zusammen. Mich wundert ein bisschen, oder überrascht besser gesagt, dass man hier auch essen und trinken muss und so. Das habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Für mich wirkte das eher so ein bisschen wie so ein Assassin's Creed. Aber das scheint ja doch ein bisschen umfangreicher zu sein. So, 10 XP. Jetzt bauen wir nochmal einen Bogen. Naja, geht nicht. Schlecht. Ich guck mal, ob das reicht. Dein Bogen ist 0 von 1. Das könnte ja schon mal ein Game-Breaking-Bug sein, wenn ich jetzt nicht nochmal an so eine Sehne komme. Wir schauen mal. Oh, beim Rennen verbrauchen wir keine Ausdauer übrigens. Traveling through Sherwood without a bow is perilous. Cool. Das fängt ja schon mal gut an. Kategorie basteln, aber ich kann das nicht basteln. Ach Leute, ey. Das ist natürlich sehr schlecht jetzt. Was mache ich denn mit der Info? Das war jetzt Game-Breaking. Ich hätte wahrscheinlich irgendwo eine Sehne finden können, aber basteln kann ich das selbst nicht. Das ist natürlich denkbar schlecht. Ah, hier habe ich ein Lager, okay. Machen wir das gleich nochmal. Jetzt können wir das Gespräch überspringen. So, Beil. Und jetzt haben wir die Bogensehne wieder. Fälle Bäume und sammle das Holz ein. Ich glaube, ich muss es genau so machen, wie es da steht und kann nicht vorher schon anfangen, irgendwas zu bauen. Das muss ich mir unbedingt merken. Manche Spiele sind ja so, ja, wenn du schon was hast, dann bau schon mal. Aber ich glaube, die müssen einen Schritt nach dem anderen abhaken, ansonsten geht's nicht weiter. So, und ich vermute mal, dass wir später mit besseren Werkzeugen oder vielleicht mit den Skills dann eben weniger Schläge brauchen, um so einen Baum zu fällen. Ist zwar realistisch, dass man ewig braucht, so einen Baum zu fällen, aber auf Dauer merkt man dann schon, wie lange das dauert. Weil auf Dauer halt. So 10 XP. Ich bin gespannt, wie wir angezeigt bekommen, wenn wir eine Stufe aufgestiegen sind. Aber so von der Atmosphäre her ist das ganz nett. Das hat irgendwie so ein bisschen Charakter, das Spiel, finde ich. So die Animationen sind so ein bisschen merkwürdig und so, keine Frage, aber so, wir haben's. Ihr seht, oben links, ne? Bogen basteln. Den basteln wir jetzt. Zusammengeklebter Bogen herstellen. Das klang gut. Yes, wir haben's. Pfeile basteln. Jetzt haben wir es erledigt. Alles klar. Vielleicht war ich da einfach zu voreilig. Pfeile kommen rein. Ich denke allerdings, das sind so Kleinigkeiten in Spielen. Da sollte das Spiel dann mitdenken quasi. Dass man sagt, ah ja, er hat einen Bogen im Inventar. Verknüpfe, Bogen ist schon hergestellt. Ciao. Aber gut. Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht. Ah, der Bogen ist wirklich riesig. Sie guckt auch schon. Achso, ich habe hier zwar einen Holzlöffel, aber der Bogen? So, mein Freund. Was wolltest du sagen? This bow is a start, and it'll leave you with fewer reasons to fear. Unless you get on Marion's bad side again and suggest a post in the kitchen for her. Even the purest steel and holy water wouldn't help you then. Time's long past. We've explained things to each other and agreed I wouldn't make this mistake again. Speaking of whom, have you seen her anywhere? Calm yourself. No one's lured her into a trap this time. She said she absolutely had to go and help with the locals.
so she'll be back soon. That sounds like her. You said you could use my help here? Yes. There are many things we need. Food being most urgent. A better archer couldn't be found in all of Sherwood. Before you set off to take from the rich, perhaps you could use your skills to aid us. I'll gladly try out the new bow. Stoke the fire. We're having a roast tonight. I'll leave the meat in storage. Everyone in the village is working so intensely. A small feast should lift their spirits. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch so nachvollziehen könnt, aber irgendwie hat das was, ne? Das ist nicht perfekt. Ich finde, die Animationen sind irgendwie komisch und so, aber das hat irgendwie was. Ich weiß nicht, warum. Wir sehen oben rechts die Frames. Es läuft super flüssig bei 144. Ich nehme an, dass es lockt, weil ja, nee, 193, 200. Also wirklich, auch so von der Steuerung her, man sieht es auch hier, spielt die Animation so ein bisschen so eine Rolle, wie das wirkt, aber Rehfleisch. Fleisch bei der Jagd. Ja, hier ist eine Menge drin im Spiel, keine Frage. Nee, er starrt die ganze Zeit so. Kommt, wir schauen uns das mal an. Ja, die Proportionen sind ein bisschen merkwürdig hier, das Gras und die Bäume irgendwie. Irgendwas passt da nicht ganz zusammen. Das ist alles so ein bisschen zu massiv irgendwie. Aber gut. Ich denke, auch das trägt irgendwie so ein bisschen zum Charakter des Spiels bei. Da oben haben wir so ein kleines Fass. Warte mal, das Schießen, das ist nur die linke Maustaste gedrückt halten. Können wir den Pfeil wieder einsammeln? Nein. Was haben wir denn hier für ein Fass? Ich will kein Fass aufmachen, aber was ist das hier? Können wir denn klettern? Fass öffnen. Bier? Pinie? Grobschlächtiger Beutel. Was ist das denn hier? Ein Garnbeutel mit dickem Futter, aber ohne Verzierungen oder besonderen Wert. 12 Münzen. Ah. Wie sieht's denn Essens und Trinken? Ja, wir müssen ein bisschen was trinken. Zeig mal her, was haben wir denn? Wir haben Wein, wir haben Bier. Gesundheit, Durst, minus 20. Ja, das ist noch so ein bisschen. Wie kann ich das hier verwenden? Kann ich das nicht direkt? Es sieht so aus, als ob ich das nicht direkt im Inventar nutzen kann. Ich muss hier hin, dann die 4 und dann trinken. Sehe ich das richtig? Scheinbar. Hier drüben habe ich gerade noch ein Fass entdeckt. Da drüben. Und da haben wir ein Lager. Möglicherweise sind das Feinde. Wir werden sie alle töten. Knoblauch, Aal scheint glitschig und unangenehm zu sein. Aber ihr Fleisch wird von vielen als Delikatesse angesehen. Met und Ale. Doch, das sind Feinde. Schaut mal oben im Kompass. Da bin ich. Habt Angst vor mir. Oh ja, die halten mir nicht viel aus. Was gibt's hier für mich? Sack voller Münzen. 28. Huhn. Noch ein Sack voller Münzen. Okay, ich vermute mal, es wird noch ein Kampftutorial kommen. Oh, schön. Kochen. Ah, toll. Hasenfleisch und Salz. Damit wird der Hasenbraten gemacht. Und ansonsten haben wir gebratene Rehe. Aber auch hier fehlt Salz. Das haben wir halt im Lager jetzt. Aber gut zu wissen. Was gibt's hier? Kiste öffnen. Die gleichen Dinge. Wir nehmen jetzt erstmal mit. Wir müssen immer noch ein bisschen was trinken. Ach so, das ist minus. Ja, verstehe. Durst sofort plus 10. Hunger. Leere Flasche. Wie komme ich denn an Wasser? Okay, das ist ja schon mal was. Wir müssen da hoch.
Kann ich denn hier irgendwie mit dem Wasser was anfangen? Nee. Ich kann leider die leere Flasche auch da nicht rüberziehen. Okay, das finden wir noch heraus. Wir haben... Ich höre hier was. Ist irgendein Typ, der Hilfe braucht? Wir müssen jagen, Entschuldigung, wir haben keine Zeit. Den völlig falschen Weg gewählt, glaube ich. Oder? Du bist zu weit gegangen. Geh zurück zu deinen Leuten. Ach, da endet die Map. Ah. Gut zu wissen. Wusste ich nicht. Wusste ich nicht, dass das hier wie im Ferienlager ist, dass man nicht so weit raus darf. Ich will jetzt erstmal jagen. Diese kleinen Quests, die machen wir noch. Jetzt schauen wir nochmal. Irgendwo hier habe ich eine Abbiegung verpasst. Ich meine, der Kampf hätte so auch nicht stattfinden sollen wahrscheinlich. Da oben haben wir noch eine Truhe. Keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Die geht mal da vorne hoch und dann sind wir wahrscheinlich schon direkt da. Oh, ich höre sie schon. Kann ich denn geduckt gehen? Das geht auch. Irgendwo hier. Dann schauen wir mal, was ist denn, wieso soll ich denn erstmal hier hinkommen eigentlich? Muss ich hier nochmal was aktivieren? Kontrollpunkt aktualisiert, ich verstehe. Wegweiser E. Weiß nicht ganz, was es mit dieser gestrichelten Linie auf sich hat. Stallmeister, 1% Hunger und Durst, minus zum Reisen. Ah, okay, das sind die Kosten der Schnellreise quasi. Verstehe. Kann ich das denn nicht abhängen hier? Nö. Ich glaube, ich gehe besser mal hier hoch und dann schauen wir uns das von hier oben an. Wenn die über die ganze Zeit so zappeln, wird es echt schwierig. Da drüben, da, die sind still. Da oben steht übrigens einer. Was war das denn? Da oben steht ein Typ, seht ihr den? Was heißt das? Oh ja, das ist... Jetzt bleib doch kurz stehen. Ist den Bogen länger spannen? Da haben wir es. Da drüben ist noch einer. Ah, eieiei. Komm mal her. Kommen wir zum Wesentlichen. Rehfell und 5-mal Rehfleisch. Okay. Das heißt hier nichts mit Ausnehmen oder so. Das liegt ja schon direkt. Komme ich da rauf? Wie sind die denn? Was? Hanf. Oh, damit können wir vielleicht die Sehne dann herstellen.
Okay. Also wir brauchen 25, das heißt, wir müssen mindestens noch 4 schießen. Da drüben. Ja, wirklich, also weiß ich nicht, muss ich einfach mal still bleiben? Bleiben die dann auch still? Weil die sind die ganze Zeit am Hin- und Herrennen. Der Questmarker führt mich wieder hier runter. Ich will jetzt gerade mal kurz überprüfen, damit ich das hier verstehe, wieso das so ist. Nee, das ist einfach nur hier das Gebiet. Ich würde aber vorschlagen, wir basteln uns nochmal ein paar Pfeile. Eieiei. Aber hat geklappt. 10 haben wir. Ja, das dürften sie ruhig so machen, dass die auch mal still sind. Also, weil was schreckt die denn so auf hier? Das ist ja alles eigentlich relativ entspannt in der Umgebung. Was haben wir denn da? Weil ob ich jetzt renne oder gehe, macht, glaube ich, keinen Unterschied. Das Schleichen hilft hier nicht wirklich. Vielleicht bringt mir das ja was. So ein bisschen so eine erhöhte Position. Muss ich nur mal eben schauen. Da. Das kann er nicht lang genug halten. Ist ein bisschen komisch gemacht. Ach, wir haben ja die Zeitlupe noch. Ja, das habe ich noch ganz vergessen. Ah, das wird sein. Deshalb haben die das entschieden. Die haben gesagt, sollen wir die Rehe ruhig darstellen? Nee, nee, mach die, lass die mal sprinten die ganze Zeit und dann bauen wir Zeitlupe ein. Gute Idee, Chef. Ich muss dennoch ein bisschen näher ran. Die haben ja hier so offensichtlich immer die gleichen Pfade irgendwie. Bisschen weiter vorhalten. Neue Fähigkeitspunkt verfügbar, sehr schön. So, 2 brauchen wir noch. Okay, das mit der Zeitlupe ist ganz nett, weil die wirklich super langsam ist. Oder warte mal, ist die Zeitlupe langsam oder ist die Zeitlupe hoch? Gute Frage eigentlich. Das war unspektakulär. Das gibt's doch gar nicht. Haben wir es. So. 1 noch.
Zack. Fast ein Double Kill. Double Kill. Sehr schön. Das hätten wir. Bringe das Fleisch zum Lagerhaus, sprich mit Tuck. Okay. Dann wollen wir mal schauen. Mehr Schilf. Und hier oben hatten wir noch eine Truhe. Wo bist du? Da ist das Fass. Da drüben. Schaut mal hier. Oh, was ist das denn hier? Farbe. Färbende Flüssigkeit mit einem angenehmen Farbton und einem starken Geruch. Händler Robinsdorf, Standort. Fall Damage. Alles okay. Und ein bisschen Hasenfleisch, aber wir haben kein Salz. Wir gehen zurück. Es regnet übrigens. So, wo haben wir denn das Lager hier? Das sieht ganz gut aus. Dann lege ich das rohe Fleisch mal in diese Holztruhe. Und wir reden wieder mit ihm. Das war doch sehr erfolgreich, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber mit der Zeitlupe geht das ganz gut und vielleicht kriegen wir später einen besseren Bogen. Saints and heavens above, you're back safe and sound, good Robin. Allow me to ask, how goes the matter of our does? Was your hunt successful? How long have we known each other that you still need to ask? My eyes haven't failed me this time either. I just hope that there's enough for everyone. Please, make sure they have a warm meal today. By the Blessed Mother, of course it shall be done. Well fed and under your leadership, they will soon take up proper work. What do you mean by that? The expansion of our settlement, of course. The merry men are starting to run out of breathing room. You are surrounded with many loyal people. Each of them needs a roof over their head. The more houses there are, the more able bodies we'll have. I think I know what you're hinting at, Tuck. Have I become that predictable? In that case, I won't beat about the bush. We need wood to construct homes for the village's inhabitants. There's more of us here with each passing day. Pinie im Lager, 20 und Steine. Ja, guck mal, Steine haben wir hier, das hätte er schon mal machen können. Die auch alle einsammeln. Sieht ganz gut aus. Hier haben wir einen Brunnen. Oh, warte mal. Brunnen. Yes. Fantastisch. Wir sollten dringend was trinken. Oh, was war das denn? Trainingsgelände, Spezialeingriffe, Sinnesfähigkeiten. Wo ist meine Flasche? Ach, da oben. Das setzen wir mal auf die 4 und trinken erstmal was. Ah, sehr gut. Und jetzt können wir das wieder befüllen. Ah, fantastisch. Okay. Dann lassen wir das erstmal auf der 4 und jetzt können wir ja vielleicht irgendwie was essen. Aal, Durst, minus 5, Hunger, plus 5 ist ja wirklich gar nichts. Ja, es ist ein bisschen merkwürdig, finde ich, dass ich das nicht hier direkt verwenden kann. Also ich meine, ich habe es ja hier und dann kann es ja meinetwegen zu ihm springen und er macht dann die Animation. Aber ich finde es ein bisschen komisch, dass ich das erst hinzufügen muss. Dann die 5. Und dann isst er das. Aber gut. Kleinigkeit. So, wir haben die Steine. Die hauen wir jetzt ebenfalls mal ins Lager. Und dann müssen wir Häuser bauen. Auch eine Mechanik, die hier im Spiel stattfindet, die das Ganze nochmal ein bisschen umfangreicher macht. Wo sind denn jetzt die Steine? Ach, hier, ne? Nee. Warte mal, Schulter? Ah, verstehe. Okay. Hier, Stein. Easy. Und ein bisschen Holz brauchen wir noch. Und dann sind die Leute zufrieden.
Und schaut euch mal diese wunderschöne Kuh an. Ganz zufrieden. Nichts ahnend, was in dieser verrückten Welt vor sich geht. Einfach nur zufrieden. Sehr schön. Wir holzen ab, wir sorgen uns um unsere Leute, Freunde und Familie und gucken, dass jeder ein Dach über dem Kopf hat. Hier und da dürfen sie natürlich sehr gerne auch einfach sich ein Haus teilen. Ja, der macht kein Geräusch beim Gehen und so Kleinigkeiten. Vielleicht achten da nicht alle so drauf, aber ich finde, das macht immer ganz viel mit so einer Atmosphäre, wenn man so Kleinigkeiten hört und so. Ich verstehe natürlich, dass nicht jedes Entwicklerstudio die Ressourcen dafür hat, sowas mit einzubauen und vielleicht ist es auch sehr unwichtig, aber Kiefernharz einmal. Schaut mal, da hinten haben wir noch ein paar Bäume. Ach, hier auch. Dün, 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 dün. Hier ist die Musik ganz okay. Beim Jagen gerade dachte ich so, oh, das ist die ganze Zeit so ein kontinuierliches Dröhnen irgendwie. Wir schauen mal. Ich finde bei solchen Spielen das immer ganz nett, wenn so ein bisschen Musik im Hintergrund ist. Und die stört auch hier nicht. Wir haben auch noch Fähigkeitspunkte. Weil das dürfte gern weniger werden. Jetzt schauen wir mal eben, wie viel wir davon schon gesammelt haben. 36, ja, ich glaube, das reicht jetzt. Zeig mal her, hier haben wir die Skills. Jetzt muss ich mal eben schauen, hier drüben so in der Ecke. Erhöht den Schaden, den Äxte beim Fällen verursachen. Genau das wollte ich doch haben. Erhöht die Dauer der Wirkung von Heiligen. Was? Heilgegenständen? Erhöht die Chance, zusätzliche Ressourcen zu erhalten, wenn du Bäume fällst. Plus 20%. Ich schätze, das ist jetzt am Anfang gar nicht so verkehrt, weil wir sehr viel Bäume fällen werden. Maximal verfügbare Energie. Wie viel haben wir denn noch? Noch 3. Dann wollen wir mal ein bisschen hier in die Richtung gehen und schauen, dass wir die maximale Gesundheit erhöhen. Dass wir Reaktivierungszeit davon erhöht die Chance, zusätzlichen Schaden zu erleiden. Erhöht den zusätzlichen Schaden bei einem kritischen Schlag. Das machen wir jetzt einfach mal so. Das wenden wir an. Und dann können wir zurück und das Zeug ins Lager bringen. Warte mal, wo bin ich denn hier? Achso, hier drüben. Und dann hätten wir das. Und ich glaube, dann kommt als nächstes diese Baumechanik. Die nicht ganz so Survival-mäßig ist, also wie in anderen Survival-Spielen, möchte ich sagen, sondern eher so, ja, sehen wir gleich, so ein bisschen Bau von Haus. Verwalte dein Dorf. Hier, so ist das. Recht simpel gehalten. Jetzt müssen wir mal eben schauen. Trapperhütte. Was haben wir denn sonst noch? Schmied, Küche, Alchemielabor, Steinbruch, Holzfällerwerk, Bauernhof. Und hier haben wir einen Bürgersteig. Oder Bürgersteig, wie ihr wollt. Werkstatt, Gemeinschaft. Das zählt, hier wohnt die Dorf, das ist einfach nur ein Haus. Das kostet mich 200 Münzen. Und 2 Arbeiter und 2 haben wir. Wir brauchen Steine und Pinie, die haben wir gerade besorgt. Und jetzt ist die Frage, wo das Ding hinkommt. Okay, das ist schon markiert. Das heißt, das muss an so einen großen Baum. Wir haben 100 XP erhalten und 200 Münzen verloren. Also investiert. Und jetzt beginnen die da zu bauen. Okay, alles klar. Das hätten wir. Fachgebiete, Jäger, Angler, Kräuterkundige, Bergleute. Da haben wir 0. Das heißt, wir können die zuweisen und sagen, geh du mal jagen, sorg für Fleisch und so weiter. Essen 25, Arbeiter insgesamt 2. Arbeiter insgesamt 5. Wir haben ein Haus, es können mehr Leute hier wohnen. Alles klar. Die Einwohner deines Dorfes können als Jäger arbeiten und so für eine regelmäßige Versorgung mit Fleisch sorgen. Zugewiesene Arbeiter? Uno.
Edith. Keiner weiß, wo sie gelebt hat, bevor sie ins Dorf kam. Manchmal erzählt sie anderen zum Spaß Geschichten über Fantasieländer. Sie hat viel zum Leben in der Siedlung beigetragen. Erhöhe das Fachgebiet auf Niveau 2. 1650. Nee, das machen wir jetzt erstmal so. Rehfleisch 0 von 20. Ins Lager schicken, an Inventar senden. Okay, ich vermute, sie ist jetzt schon dabei. Genau, zugewiesene Arbeiter 1. Angler, Kräuterkundige, Bergleute. Sandstein. Ein sprödes Gestein, das im Bauwesen, bei der Glasherstellung und bei der Werkzeugherstellung verwendet wird. Basteln, Konstruktion, Schmelzen. Brock. Er ist eher zufällig hier gelandet. Allerdings hat er nie so getan, als wüsste er nicht, was er tut. Auf ihn kann man sich in jeder Situation und bei jeder Aufgabe verlassen. Okay, ich schätze mal, das erledigt sich von selbst. Ach so, das füllt sich und dann haben wir einmal Fleisch und so. Okay. Sehr schön. So, hier fehlt noch ein bisschen Pinie und Stein, dann könnten wir ein weiteres Haus bauen. Wie komme ich denn hier wieder raus? Ah, hier unten. Okay, das erste Haus hätten wir. There you are. I saw the new building. Hey, fine job. I've always believed that carpentry is an exceptional craft. True. Looks cozy. Well, time for those who live there to earn their keep. Fortunately, none of them expect a free dinner. We have a few tool production specialists here, and if you build a furnace, you will see that for yourself. Tuck, are you trying to use some underhanded ploy to send me out into the woods? God forbid. This time to the quarry. The furnace requires stone. Extract it and watch over the construction. You won't regret it, as we'll need the tools that the furnace provides. Linie im Lager 1620, da fängt das wieder von vorne an. Okay, denn wir brauchen natürlich Bauzeugs. Das wird sich später bestimmt erledigen, wenn wir dann Leute haben, die alles sammeln. Wenn die jeder mal mit anpackt. Denn so bin eher ich zuständig für alles jetzt gerade so ein bisschen. Aber das soll mir natürlich das Spiel näher bringen. Schilf haben wir ebenfalls schon. Schilf haben wir 4, genau, das passt. Das müssen wir nur ins Lager hauen. Was ist das hier? Was? So, Pinie da hinten. Schaut mal, da haben wir was. Und Steine haben wir genug gesammelt. Jetzt hauen wir hier nochmal ein bisschen was ab. So, jetzt gucken wir mal. Ah, wir machen mehr Schaden, ne? 12er Schaden. Zwischendurch. Macht sich noch nicht so bemerkbar, dass ich hier... dass das schneller vonstatten geht. Oh, hier hinten könnten wir auch bauen, ne? Das sieht ja original genauso aus wie da drüben. Was haben wir hier? So eine Mine? Okay. Das ist der Steinbruch. Warte mal. Das ist die Mine. Ja, dafür brauchen wir richtige Werkzeuge. Hier haben wir Stein. Ach. Ups. Das klappt so natürlich nicht. Okay. Aber dafür machen wir das jetzt wahrscheinlich. Steinbruch bauen wir. Die Mine haben wir da schon. Wir nehmen mit, was wir tragen können und hauen das ins Lager. Din, 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 din. Wo haben wir es denn? Pinie? Das haben wir drüben. Das sind Steine. Habe ich ein bisschen Probleme, das hier alles so zu erkennen, weil das alles irgendwie recht ähnlich aussieht. Aber das kommt bestimmt mit der Zeit. Ach so, Schilf. Bau von Schmelzofen. Let's go.
Hebe die Zuweisung von Arbeitern für... Ah, okay, verstehe. Ja, warte mal, dann machen wir das mal kurz. Bergleute hauen wir raus. Schmelzofen. Können die nicht die Bäume da irgendwie... Ah! Ja, weg damit. So. Jetzt haben wir hier ein bisschen Platz für einen Schmelzofen. Das können wir drehen. Das machen wir mal so. Sehr schön. Okay. Die kümmern sich drum. Jetzt haben wir den Schmelzofen. Dafür haben wir wieder mal 200 bezahlt. Das heißt, es gibt auch tatsächlich einen Grund, hier Münzen zu sammeln. Und nicht einfach nur so ein... Du hast 70 Millionen Münzen am Ende des Spiels, aber kannst damit nichts kaufen, sondern hier verkaufst du tatsächlich die ganze... Also gibst aus die ganze Zeit, was natürlich nicht schlecht ist. So, habe ich gemacht, mein Freund. Wonderful, Robin. You've learned about your duties as head of this village. I never doubted your hunting abilities, but governing a township is an entirely different skill set. As you see, I can manage that too. But let's hope no roofs fall on anyone's head. I can think of at least one person in Nottingham Castle who could use a roof collapsing on his head. Robin. Then again, I do feel the same way about the sheriff's well-being. Anyway, listen to me well now. This is a serious matter. So, you know how to be serious. I do, and so should you by now. The village that we're setting up here is only the beginning. You'll see for yourself that in time we'll learn to function not as a band of forest outlaws, but as a well-organized community. That's the plan. I'll make it so that the people will live free again, safe from the sheriff's tyranny. Of course, I believe in you. And even if I didn't, that would scarcely make a difference with your persistence. What's this about then? Why, it's about the people. For now, the ones closest to us. You realize we're surrounded by a vast and marvelous land, and it's inhabited by various houses, groups, and alliances. And they are often not quite fond of each other. I'm aware of that, Friar. Try to win the sympathy of at least a few groups. Show the denizens of this land that not all hope is lost. Having their support means you'll travel the road further ahead with greater confidence. Reasonable. Is there something I should start with? Every action taken against bandits or the men of King John and the sheriff is an action that counts to every one of us. When the king's soldier looks to take some poor soul's head, you stop him. And when you see a caravan laden with royal gold, well, I'm sure you see where this is going. I understand. There are, however, places where exceptionally concerning things are said to happen. They're always like that. I'll ask more about them some other time. Time for me to head out. King's John's treasury won't empty itself. Okay. Ich habe gerade die Steam-Errungenschaft freigeschaltet bekommen, dass wir das Tutorial jetzt abgeschlossen haben. Somit liegt es jetzt an uns. Hier oben sehen wir es, den Ruf in der Region Barnsdale zu erhöhen. Und jetzt Stück für Stück zu schauen, dass wir das hier alles so ein bisschen befreien. Und dann schauen wir uns das beim nächsten Mal an. Jetzt bin ich gespannt. Warte mal, haben wir hier Salz? Bin ich gespannt, was dann auch die ganzen Nebenquests und hier uns für, so für uns bereithalten. Wir bauen das Dorf weiter aus. Da haben wir noch eine Quest da vorne. Aber jetzt ziehen wir uns erstmal zurück. Käse. Hier haben wir leider keine Feuerstelle. Weil wir so ein bisschen was kochen können. Gegengift. Hallo Jungs. Ich beklaue euch. Was ist das? Honigkompresse? Balsam. Einfach E gedrückt halten. Dann wird alles aufgesammelt in der Nähe. Oh Gott. Ah.
Und da würde ich sagen, war das doch ein sehr angenehmer Einstieg. Ich würde sagen... Ach Gott, warte mal. Wir machen das einmal so. Wir haben gespeichert und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit Robin Hood und dann schauen wir mal, was die Map an sich so kann. Bis dahin. Ciao.